Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen im Train Simulator 2022. Heute werden Sie den Zug nach Sünching fahren. Wenn Sie den Vorbereitungsdienst auf Ihrer Lokomotive durchgeführt haben und bereit zur Abfahrt sind, dann können Sie die Fahrt antreten. Ja, und damit ein weiteres Mal hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir unterwegs mit der Baureihe 159, der Stadler Eurodual von der Havelländischen Eisenbahn AG. Hinten dran an unserer Lokomotive, da hängt ein ziemlich langer Holzzug, bestehend aus SNPS-Wagen. Und diese sind, wie man es schon offensichtlich sehen kann, randvoll mit diesen Holzpaletten gestapelt. Oder mit diesen Holzbündeln, besser gesagt. Paletten haben ja dann doch eine wesentlich andere Form. Aber eben mit diesen Holzstapeln. Und der Zug nimmt auch fast das gesamte Abstellgleis in Anspruch. Da hinten hätten jetzt vielleicht noch so 7 plus minus ein paar Wagen Platz. Aber auf jeden Fall, die Länge wird hier gut ausgereizt. Unter anderem auch natürlich mit unserer wunderbar langen Lokomotive. Ja, hier haben wir heute das Fahrzeug von der HVLE. Sie hört auf die Betriebsbezeichnung Baureihe 159 mit der Ordnungsnummer 013. Und bevor wir jetzt von außen relativ viel über die Lokomotive mutmaßen, würde ich mal sagen, setzen wir uns direkt hinein und rüsten das gute Fahrzeug auf. Mit der Taste I können wir uns die Pultbeleuchtung aktivieren, mit der Taste L die Führerraumbeleuchtung und ja, das war es eigentlich auch schon. Nein, Spaß. Wir können natürlich noch den Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung verlegen, um die Vorwärtsfahrt auszuwählen. Des Weiteren würde ich ganz gerne den Stromoptimer vorwählen, nämlich in dem Fall den vorderen. Das müsste hier über Shift und P auf Stromoptimer Nummer 1 zu konfigurieren sein und dann mit der P-Taste kann hier der Pantograph gehoben werden. So, da der Gegenzug schon reingefahren ist, genau, wird auch das Ausfahrsignal direkt hier in Fahrtstellung gebracht und dann können wir uns gleich auf den Weg machen. Wir sehen aber erstmal hier, dass der Stromabnehmer gehoben ist, allerdings wir noch nicht den Hauptschalter eingeschaltet haben. Das müsste man nämlich auch noch tun, das sehen wir dann hier auch oben im Display drin. Dann wird hier nämlich EB und ja, das Hauptschaltersymbol eben ausgegraut. So, damit hätten wir die Lokomotive jetzt erstmal grundsätzlich betriebsbereit. Vorwärtsfahrt ist ausgewählt, die Festhaltebremse, in dem Fall unsere Federspeicherbremse, die muss noch gelöst werden. Dazu einfach hier diesen grünen Leuchtmelder mit dem Federspeicherbremsensymbol anklicken. Sieht man ja auch sehr, sehr schön an der entsprechenden Federwirkung, die hier gegen das Rad wirkt. Und der Pfeil, der darauf dann zurückzeigt, ja, steht eben für Federspeicher lösen an der Stelle. Dann können wir eigentlich noch die Bremse des Zuges lösen und ganz wichtig, damit wir auch vorne was sehen, möchten wir ganz gerne noch den Scheibenwischer hier mal hin und her schwenken, wobei der Regen, der hat gerade sogar aufgehört, also wir können eigentlich direkt auch wieder den Scheibenwischer ausschalten, den brauchen wir jetzt gar nicht. So, dann würde ich mal sagen, bevor es losgeht, schalten wir uns außerdem noch die Zugsicherungssysteme ein. Mit der Tastenkombination Steuerung und Numpad Enter können wir uns hier die PZB aktivieren. Die sehen wir dann ja auch hier vorne im Display. Optional kann auch über die Tastenkombination Shift und Numpad Enter die SIFA aktiviert werden. Möchte ich heute allerdings nicht anwählen. Mit der Tastenkombination Shift und 7 können wir uns die PZB aktivieren und dadurch dann quasi in die unterschiedlichen Zugarten schalten. Und damit wir jetzt nicht ganz so viel nur drumherum reden, würde ich sagen, lösen wir jetzt auch mal wirklich die Bremsen am Zug und begeben uns hier auf große Fahrt. Dazu Leistung aufschalten und dann langsam den Zug strecken. Ja, die HVLE 159 unterscheidet sich in einigen Punkten von den bisher gezeigten Euro-Dual-Lokomotiven von Stadler. Einerseits haben wir natürlich eine andere Lackierung, was das wohl offensichtlichste Unterscheidungskriterium sein dürfte, zumindest von außen. Und andererseits haben wir auch innerhalb der Lokomotive so ein paar kleine Anpassungen, die eben speziell bei diesen HVLE-Maschinen zu sehen sind. Und da hätten wir zum Beispiel einmal auf der rechten Seite hier diesen Seitenfahrschalter bzw. die zusätzlichen Bedienelemente. Unter diesem, Vulkanknopf dürfte sich der Lichtschalter verbergen. Dazu hast du dann hier diese große Tastfläche oder Druckfläche. Hier unten drunter wahrscheinlich die SIFA. Dann können wir eben hier Traktion und Bremskraft
steuern. Wir haben eine Notbremse mit an Bord, die hier an der Seite extra nochmal angebracht ist. Und ja, ansonsten, der Führerraum ist in vielen Elementen relativ gleich geblieben. Wir können die Seitenfenster auch hier wieder gewohnt runter machen und verriegeln mit der Schalter oder mit diesem Druckknopf da oben. Ansonsten hier drüben eben nochmal die Steuerung dann auch für den Dieselmotor, wie es der Lokname ja schon irgendwo verrät, Euro-Dual. Wir haben einen dualen Antrieb, zwei Antriebsmöglichkeiten. Es handelt sich dabei auch wieder um eine Zweikraftlokomotive. Und ja, die Traktion kann dann eben hier drüben speziell in diesem Bereich gewählt werden. Die Bedienungselemente für die PZB befinden sich hier und die können wir eigentlich auch gleich verwenden, weil ja, wir dürfen jetzt hier auf der freien Strecke, allerdings dann im Gegengleis, mit bis zu 100 km pro Stunde fahren, denn viel schneller wird unser Zug heute auch nicht werden. Aber erstmal den weichen Bereich verlassen und dann ja, über die 40 hinaus. Gut, der Zug ist relativ lang, daran müssen wir heute denken. Aber wie gesagt, für die Euro-Dual dürfte das definitiv kein Problem sein. Wir haben unglaubliche Zugkraft bei dieser Lokomotive, haben insgesamt 6 Radsätze, die auch jeweils alle angetrieben sind. Ja, gut, das ist jetzt hier ein bisschen schlecht zu sehen, weil der Haltepunkt so ein bisschen die Sicht darauf versperrt. Aber hier hinten sehen wir es ganz deutlich. 3 Achsen pro Drehgestell. Insgesamt macht es dann in der Summe 6 Stück. So, jetzt müssten wir aber wirklich beschleunigen. Vmax 100. Wir sehen es hier drüben schon an der Zugkraft. Ja, die Kilonewton-Anzeige geht hier in der Simulation bis 240. Wobei das jetzt hier eigentlich als Bremskraft gekennzeichnet ist. Ja, das wundert mich jetzt ein bisschen. Normalerweise wird die Bremskraft natürlich nicht angezeigt, wenn man hier Leistung aufschaltet. Und auch bei der Euro-Dual, ja, 100% Leistung zu geben, da muss man wirklich schon einiges an Last hinten dran haben. Und man muss außerdem darauf achten, dass man natürlich nicht zu ruckartig anfährt, weil man möchte ja auch irgendwo die Zughaken-Grenzlasten nicht überschreiten. So, weiter geht's hier direkt mit Langsamfahrt. Also PZB Wachsamkeitstaste gedrückt und dann können wir hier eigentlich auch wieder die Leistung zurücknehmen, das Fahrzeug ausrollen lassen bzw. sogar mit der elektrischen Bremse hineinbremsen. Und dann stimmt die Anzeige hier drüben auch wunderbar, dann ist es richtig mit der Bremskraft. Aber an der Stelle auch der Hinweis, das hier ist eine Vorabversion, also bei der Lokomotive könnte sich noch einiges ändern, bevor sie dann eben ja, im Shop von RSSLO verfügbar sein wird. So, die Bremskraft haben wir jetzt hier schon ziemlich hoch eingestellt und man sieht es auch sehr, sehr gut. Die Lokomotive verzögert unglaublich stark. Also wir brauchen die Luftdruckbremse hier ja, theoretisch dann eigentlich nur noch, um auf den letzten Metern anzuhalten. Aber die E-Bremse ist auch bei der Lokomotive so kraftvoll, dass sie den Zug komplett herunterbremsen kann. So, wieder ausgelöst. Und dann lassen wir einmal den Zugverband rollen. Weiter geht's hier mit VR0, also Halt erwarten. Auch hier die Wachsamkeitstaste gedrückt. Die PZB verfällt hier vorne in das Blinken, der Tausender wird aktiv und die Überwachung auf 70 ebenfalls. Ja, hier in der Mitte befinden sich dann noch so Dimm-Armaturen, wo man quasi nochmal die Pultbeleuchtung auch einstellen kann. Ja, sind eben in der Realität voll funktionsfähig. Gut, hier in der Simulation kann man jetzt nicht die diese Leselampe quasi nochmal steuern und auch die Beleuchtung des Führerraums nicht nochmal explizit dimmen. Aber ich finde, von den Beleuchtungselementen her ist die Lokomotive auch relativ gut ausgestattet. Das Licht ist nicht zu grell, auch nicht zu schwach. Das ist relativ gut abgepasst, hat einen schönen, angenehmen Farbton. Und ja, im Großen und Ganzen ein ziemlich schickes Fahrzeug. So, wir sind immer noch im Gegengleis, aber dann zieht man uns hier wahrscheinlich direkt in die Abstellung hinein. Dann können wir die Leistung eigentlich auch schon mal wegnehmen. Da vorne wird dann sicherlich auch ein aktiver 500 Hertz Gleismagnet kommen. So, Obertraubling, Bahnsteig 3.
So, und dann sehen wir hier schon, hier vorne hört die Oberleitung auf, allerdings nicht in unserem Gleis. Das EL6 weist hier eben ja, auf das nach links abzweigende Gleis, also für uns kein Problem. Wir hätten hier sowieso den Vorteil, wir könnten dann einfach den Hauptschalter ausschalten und den Strom auch nochmal runternehmen und quasi auf Dieselantrieb wechseln. Also uns würde da quasi nicht, ich sag mal, der Saft ausgehen, weil auch hier der Dieselmotor arbeitet dann, oder allgemein das Antriebsprinzip arbeitet dann hier nach dem dieselelektrischen Prinzip und wir könnten dann eben auch so ja, Zugkraft aufbauen, indem wir eben den Dieselmotor anschmeißen und ja, eben mit Dieselpower weiterfahren. So, lösen hier nochmal aus. Achso, übrigens, lösen der Bremse geht auch hier unten drüber, beziehungsweise Füllstoß halt. Dafür haben wir dann hier nochmal diesen grünen kleinen Taster. Können wir auch gleich nochmal demonstrieren. Und jetzt fängt sie auch wieder an mit Regnen. Naja, die letzten Meter werden wir auf jeden Fall mit der Luftdruckbremse reinbremsen. Und wir senken mal so naja, den Hauptluftleitungsdruck um 0,5 bar ab. Das sollte hier in der Simulation durchaus reichen. So. Der Zug kommt zum Stehen und wir möchten uns mal noch bitte die oder den Scheibenwischer aktivieren. So. Da kommt wahrscheinlich 147 durchgeschossen. Genau. Hinten dran ein Intercity. Der muss auch hier, ja, für ihn eigentlich im richtigen Gleis durch. Aber da wir eben nur eine Seite der Strecke geöffnet haben, tut sich hier eben dieser Bahnhof so ein bisschen, ja, ich sag mal, als Nadelöhr auf. Und genau, für uns wird dann gleich auch die Ausfahrt frei. So, jetzt können wir es ganz gut austesten. Ein Klick auf den grünen Knopf und wir sehen, die Bremse löst. Zack, ist vollständig ausgelöst und dann hier drüben Leistung aufgeschaltet. Und dann geht's los. Genau, langsam wieder den Zug strecken. Das Fahrzeug hat sowieso so viel Masse und so viel Zugkraft, dass es hier eh nicht durchrutschen wird. Also, dass man hier irgendwie Radstoff mit der 159 bekommt, da muss man schon entweder eine immense Steigung hoch wollen oder halt sehr, sehr viel Zugkraft benötigen. Aber man sieht schon, die Lokomotive, die arbeitet sich hier wirklich ohne Probleme die Schiene nach vorne. Ja, mobil seit 1892. Bock auf Lok. Dann Bewerbung an @hvle.de. Es ist durchaus realistisch, dass diese E-Mail bestimmt auch an der echten Lokomotive dran steht. Könnte ich mir gut vorstellen. So, ganz wichtig für uns. Der 500 Hertz Gleismagnet ist mittlerweile, oder der 500 Hertz Leuchtmelder, besser gesagt, der ist mittlerweile ausgegangen. Dann können wir hier eben über die 25 km pro Stunde beschleunigen. Und da hier auch die 70 sich beruhigt hat und wir kein Wechselblinken etc. haben, können wir direkt, also laut dem Zugsicherungssystem, könnten wir direkt theoretisch auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigen. Das Ausfahrsignal allerdings begrenzt uns hier auf 40 oder auf die angegebene Geschwindigkeit im Fahrplan. So, auch sehr schön hier das RA10 im Gegengleis. Und auch hier, ja, wird weiterhin im Gegengleis gefahren. Ja, bis wir dann eben in Sünching ankommen. Das sind noch 16 Kilometer. Und da vorne sehen wir es auch schon. Da steht die Sperrtafel im Gleis. Wieder ein bisschen mehr Zugkraft. Ja, aus dem Weichenbereich dürfen wir schon mittlerweile raus sein. Ja, genau in dem Moment verlassen. Also, ja gut, das ist sowieso die Weiche, die dann eigentlich schon überfahren ist. Aber genau genommen wäre halt der Weichenbereich da tatsächlich noch nicht zu Ende gewesen, sondern erst ein Stück weiter hinten. Also wenn es danach geht, sind wir eigentlich zu schnell ausgefahren. So. Ich schalte jetzt hier trotzdem mal volle Zugkraft auf, auch wenn wir die wahrscheinlich bei einem echten Holzzug nicht unbedingt benötigen würden. Oh, hier guck mal,
Sogar mit einer Baustelle, die hier eingebaut wurde. Das ist übrigens eines der Standardszenarien, die hier zu der Lokomotive mitgeliefert werden. Nennt sich eben an der Stelle, ich glaube, Gegengleisfahrt bzw. Streckensperrung. Genau, Streckensperrung heißt das Szenario. Die Fahrtdauer ist auf ungefähr 25 Minuten angelegt und ich glaube, das kommt auch von der Zeit ziemlich gut hin. Insgesamt müssten, ich glaube, rund 6 oder 7 Szenarien mitgeliefert werden für die Lokomotive. Und ja, die erstrecken sich alle so über Zeiträume rund um die 20 Minuten. Also in der Fülle sollte man auf jeden Fall so 90 Minuten Fahrspaß zusammenbekommen, was für die Lokomotive, denke ich mal, auch vollkommen ausreichend ist. So, meine Taste 4, springen wir nochmal ganz kurz in die Außenansicht. Und zack, da zischt der Zug an uns vorbei. So, hier drüben steht dann nochmal eine 151 drin. Von Raelion. Grüß dich, Kollege. Oh, sogar eine Doppeltraktion. Ja, eventuell Baustellenverkehr. Wenn ich schon hinten dran die ER-Auswagen sehe, sind bestimmt gefüllt. Ne, sind leer. Ja, vielleicht sollen die irgendwelches Material abholen. Das wäre jetzt hier eigentlich recht denkbar. Wobei doch eigentlich im Bauzugdienst, ja, häufiger eben Diesellokomotiven verwendet werden. Der Grund dürfte, denke ich mal, relativ auf der Zunge liegen. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, war da was an dem Signal dran? Ja, da leuchtet nur der Richtungsanzeiger. Ja, aber der Grund dürfte auf der Hand liegen, bei einer Baustelle mit Oberstrom zu hantieren, das ist doch immer ein gewisses Risiko und sollte eben, ja, eigentlich vermieden werden. Weil gerade wenn die Lokomotiven irgendwo in Baugleise rein müssen, ist ja eigentlich auch in den meisten Fällen die Oberleitung abgeschaltet, sodass da eben kein Strom fließt. Und dann ist halt noch sicher, oder dann ist halt noch wichtig, dass die auch geerdet sein muss. Also nur abschalten reicht nicht. Da gibt es eben in den meisten Fällen dann noch gewisse Restströme, die da drin entstehen. Und damit da eben keine Menschenleben gefährdet werden, muss man da eben nochmal besondere Vorsicht walten lassen. So, dort vorne haben wir schon mal im richtigen Gleis eine Ankündigung für Halt. Aber in diesem Fall gilt das nicht für uns. Wir haben hier keine NE2-Signaltafel. Und naja, so Einträge im Fahrplan etc., die gibt es ja hier leider nicht in der Simulation. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir dann eben das nächste Signal erst wieder an der nächsten Betriebsstelle haben werden. Also wenn es schlecht kommt, vielleicht wirklich erst in Sünching. Ich weiß jetzt nicht, wie sich der Streckenverlauf hier offenbart. Und wir können den Scheibenwischer auch wieder ausschalten. Der wischt hier die ganze Zeit hin und her. Das ist in der echten Lokomotive unglaublich nervtötend, wenn da so ein, Scheibenwischer die ganze Zeit auf einer bereits trockenen Scheibe hin und her wischt. Jetzt sehe ich aber, hier kommt uns was entgegen. War da vorne... Ach so, ja, stimmt. Die Überleitmöglichkeit besteht natürlich. Also der Zug kann natürlich auch im nächsten Bahnhof schon wechseln. Demnach ist hier die Strecke eigentlich schon wieder in beiden Richtungen befahrbar. Aber aus welchen Gründen auch immer, man hat uns einfach hier auf dem Gegengleis gelassen. Mal gucken, wann man uns rüberzieht. So, 160 theoretisch. Aber erstmal wollen wir wieder auf die 100 kommen und bei denen belassen wir es dann auch. Aber auch die Lokomotive hat hier in der Simulation ziemlich zu kämpfen. Ich meine, klar, sie ist unglaublich stark, aber auch die Euro-Dual hat in der Realität irgendwo ihre Schwächen.
Unter anderem liegt auch eine dieser Schwächen in einer feuchten, nassfeuchten bzw. ja, schmierigen Schiene, weil auch dann kann ein Euro-Dual relativ leicht ins Schleudern kommen bzw. auch ins Gleiten, immer abhängig davon eben, ja, ob gerade gebremst oder beschleunigt wird. Aber auch eine 159 kann Radschlupf erzeugen. Das ist ein richtig komisches Geräusch bei der Lokomotive, wie ich finde. Das ist wie so ein richtiges Schaben, wer das vielleicht sogar schon mal in echt gehört hat. Oder ich weiß gar nicht, ob das in der Führerstandsmitfahrt hörbar war, die wir uns ja auch schon haben angucken können. Aber auch da, die 189 kommt bei nassfeuchten Bedingungen, auch schon wieder, die 159 kommt bei nassfeuchten Bedingungen auch so ein bisschen ins Schwitzen. Und ansonsten, ja, die echte Lok hat hin und wieder mal so ein paar kleine Kinderkrankheiten, was die Software angeht. Aber eigentlich relativ selten. Es ist auch ein ziemlich zuverlässiges Fahrzeug. Sehr viele Störungen bei dem Fahrzeug sind mir jetzt nicht bekannt. Es ist auch von der Form her durchaus ein gewagtes Design, würde ich sagen. Ist eher für Deutschland, ich sag mal, untypisch. Orientiert sich so ein bisschen, finde ich, an den britischen Baustilen, die da gerne verwendet wurden, wie man das auch bei den Vorgängervarianten der Euro-Dual, sag ich mal, sehen kann. Unter anderem müsste ja da, ich glaube, die Euro 2000 hineinfallen. Nagel mich da jetzt aber bitte mal nicht auf diesen Begriff fest. Auf jeden Fall gibt es Vorgängermaschinen von der Euro-Dual, die auch sehr nach diesem Konstruktionsschema daherkommen. Bei der Außenbeleuchtung haben wir hier quasi nur zwei Modi zur Verfügung. Einmal das ZG1 als Spitzensignal und der Zugschluss eben und die abgeschaltete Variante. Mehr haben wir da leider nicht. Jetzt wäre ich noch ganz kurz zu prüfen, ob wir das Fernlicht einschalten können. Das geht auch noch. Dann haben wir hier unten diese Strahler, die aktiv werden und wir sehen es auch oben. Das Licht leuchtet dann eben intensiver, sage ich mal. Hier unten ist es jetzt quasi aus und es macht eben einen wesentlichen Unterschied. So, ich sehe auch gerade. Ach genau, wir können auch nur Fernlicht einstellen. Das geht auch. Das ist dann allerdings die Ablend-Variante. Genau, und das richtige Fernlicht dann, da leuchtet dann wirklich alles an der Front. Ob eine Rangierfahrt durch einen FZ1 gekennzeichnet werden kann, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Bei der Lokomotive in der Realität ist es natürlich möglich, aber ich habe jetzt hier noch nicht die Möglichkeit gehabt, ein Rangier-Lokomotivensignal bei der virtuellen Variante aufsetzen zu können. So, wir müssen erstmal unter 70 mit der Geschwindigkeit, damit hier keine Zwangsbremse mehr ausgelöst wird. Und dann haben wir da vorne gleich mit wahrscheinlich 40 km pro Stunde weiterzufahren. So, wir sehen sie drüben schon, der Bremszylinderdruck nimmt wieder ab, weil wir natürlich die Bremse lösen. Und jetzt geht bitte der C-Druck gegen 0. Wunderbar. Nochmal ganz kurz auf den Füllstoß geklickt. Damit können wir sicherstellen auf jeden Fall, dass hier auch die Bremsen vollständig gelöst sind. Es kann auch sein, dass es nur fürs Füllen steht, dass wir damit gar keinen Füllstoß erreichen. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich benutze den Taster eigentlich nicht. Also ist es jetzt auch hier das erste Mal, dass ich den hier eigentlich angeklickt habe. Ja, also ein Überfüllen der Leitung kann jetzt hier nicht erkannt werden. Das ist dann wahrscheinlich einfach nur der Bremse-Lösen-Knopf. Also der Füllstoß wird hier zumindest in der Simulation nicht ausgelöst. Der ist dann wahrscheinlich eben nur über das Führerbremsventil, wenn man es denn so nennen kann, diesen kleinen Stuppel hier, ansteuerbar. Das finde ich ja auch sehr komisch bei der Euro-Dual, wieso man da eben wirklich diesen kleinen Bremshebel eingebaut hat. Dass das Führerbremsventil doch so klein ist,
klar, wir haben natürlich nicht mehr das konventionelle Führerbremsventil, wie wir es von den älteren Lokomotiven zum Beispiel kennen. Wir werden hier sicherlich eine elektropneumatische Ansteuerung haben. Oder eine EP-Bremse. Müsste auch irgendwo an der Seite eigentlich noch dran sein. Ach, scheinbar nicht. Vielleicht wird es auch anders angesteuert. Ich möchte jetzt nichts Falsches an der Stelle erzählen. Also gibt es natürlich auch andere Ansteuerungsverfahren. So, da vorne haben wir Halt. Wir dürfen also anhalten. Und damit hätten wir es eigentlich auch schon geschafft. Wir sind in Sünching auf dem Abstellgleis Nummer 1 angekommen. Und hier endet unsere Zugfahrt. Das Fahrzeug wird dann entweder an einen Kollegen übergeben oder der Zugverband bleibt tatsächlich hier in dem Gleis stehen für mehrere Tage, bis ihn dann jemand anders mal übernehmen wird. So, wir rollen noch die letzten Meter rein und hinten. Ach doch, siehst du? Da hinten haben wir auch weiße Lämpchen, also lässt sich auch ein FZ1 an der Stelle schalten. Müssen wir das hier drüben? Genau, da geht das doch. Wunderbar. Da kann man es schön einstellen. Ja, also die Lichtkonfigurationen sind alle hier drüben einstellbar. An der Lichtsteuerung ist jetzt ein bisschen schlecht zu sehen, welche Lampenstellung wo erreicht wird. Gut, wenn man es aus der echten Lokomotive kennt, dann ist das hier nicht von so großem, nicht von so großer Wichtigkeit. Aber mit abgeschalteter Innenbeleuchtung kann man es dann eben doch auch relativ gut sehen. So, dann würde ich sagen, bremsen wir den Zug hier ein letztes Mal noch ein. Ich hoffe, dir hat diese kleine Einführung zur HVLE 159 von RSSLO gefallen. Lieben Dank an der Stelle auch an RSSLO für die Bereitstellung dieser Lokomotive und die Vorabpräsentation. Wir werden es hier heute belassen. Ich bedanke mich auch bei dir fürs Zusehen. Wenn du Spaß dran hattest, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Ein kurzes Feedback unten in den Kommentaren und natürlich ein Däumchen nach oben. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und wünsche allseits eine gute Fahrt.